Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic Video von mir. In diesem Tutorial geht es darum, eine Hardware-ID auszulesen. Ich benutze deswegen den unbestimmten Artikel eine, denn die Hardware-ID gibt es nicht. Es gibt immer nur, sag ich mal, verschiedene, das heißt vom Prozessor, vom etc. pp., von sämtlichen einzelnen Geräten. Und daraus kann man sich dann eine zusammenbasteln, das heißt, es gibt nicht eine bestimmte. Eine ziemlich einfache Methode, um uns sowas ähnliches wie eine Hardware-ID zu holen, sieht wie folgt aus. GetHW-ID nennen wir die Funktion jetzt ganz einfach mal. S-String gleich System.Security.Principal Windows Identity, yep. GetCurrent und zwar User und dann den Wert davon. So, jetzt haben wir uns sowas wie eine Hardware-ID zusammengebastelt, die man dann bei jedem Aufruf vergleichen kann. Baut der User sich jetzt gegebenenfalls neue Teile ein, kann es auch sein, dass die sich dann halt logischerweise auch ändert. Von daher, wie gesagt, es gibt nicht die Hardware-ID, sondern halt immer nur zusammengesetzte, aber das ist halt so eine allgemeine Angelegenheit, womit man das mit einem Einzeiler hinbekommen kann. So, dann machen wir das ganz einfach mal. Natürlich müssen wir die Funktion irgendwie aufrufen. Das mache ich wie üblich im Load-Ereignis, um es einfach nur zu zeigen. Und dann schreiben wir hier unsere Funktion rein. GetHWID. So, denn die gibt ja einen String zurück. Das wäre jetzt meine Hardware-ID. Und die kann man dann zum Vergleichen benutzen. Etc. Ja, das war's dann soweit auch schon. Ist halt nicht gerade viel, aber das kann man, wenn man ein eigenes Programm entwickelt, dann halt als Vergleich benutzen, dass dann auch nur der User benutzt, der es benutzen darf. Halt als Serial Key oder ähnliches könnte man das benutzen und dann, ja, bis demnächst und viel Spaß damit. Tschüsschen.